normal auspacken. Ja, mit den gelben Handschuhen kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Tja, dann riecht hier ganz stark nach Kupplung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch da drüben riecht. Jetzt Toledo gegen S3. Ja, der Audi ganz klar mit Allrad viel besser weggekommen. Genau, der Seat hat noch die Kupplung warm gemacht. Und der S3 hat eine Zeit erreicht von 5,67 von Toledo 6,61. Mama! Übrigens, der S3 ins Ziel gegangen mit 101 km/h. Mama, so auf 100 Meter, das müssen wir erstmal schaffen. So, jetzt der Boxster S. 280 PS. So, wir rufen die nächsten 6 Teilnehmer bitte in den Vorstand. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in den Qualifikationsläufen. Bei ihm jetzt die Zeit 6,51 und er erreichte eine Geschwindigkeit von 104 im Ziel. Und das, wie gesagt, auf 100 Meter. Bei dieser Qualifikation jetzt hier fährt jeder Fahrer 3 Läufe. Und jetzt kommen die nächsten hier wieder in den Vorstart. Jetzt wieder links hoch, der BMW M5. Der Renner mit seinem BMW M5. Der Uwe mit dem Golf 2. 174 PS in der Lane 1. Das heißt 174 PS versus 400 PS. Und im M5. Qualifikationsdorf, ich glaube, die beiden sind schon in der dritten Runde. So, das hat der BMW für sich entschieden mit 6,25, 108,7 km im Ziel. Jetzt in der Lane 2, der Toledo, Start Nummer 6. Hat sehr Toledo 16V und Lane Nummer 1. Porsche S, Start Nummer 10. Ich glaube, der Porsche hat es für sich entschieden. Mit 5,77 Sekunden im Ziel. 112 km/h hat er erreicht auf ca. 100 Meter. Jetzt der Rallye-Golf. Start Nummer 9 auf der Lane 1 mit 600 PS. Das ist ein spannendes Rennen auf der Lane 2, der Golf 1 mit 850 PS.
Was sind die PS-stärksten Fahrzeuge gegeneinander? Ja, hier haben wir jetzt auf der rechten Bahn René Kühne und ja, das waren die beiden schnellsten Fahrzeuge, die wir heute genannt haben. 4,64 Sekunden für den Golf 1 auf der Linksbahn mit 850 PS, 4,64 Sekunden. Knapp gefolgt mit 5,14 auf der Lane 1 mit dem Rally Golf. Das dauert so lange, bis es weitergeht. Da haben sie die Höchstgeschwindigkeit nicht angesagt. Oder die Zielgeschwindigkeit. Aber genug.